Also was ist das Instrument, das wir fordern oder das jetzt für uns der erste Schritt ist? Ja, es gibt viele Dinge, wie man die Demokratie verbessern kann. Und der erste Schritt, auf den wir uns konzentrieren, ist der verbindliche Volksentscheid. Warum? Weil wir glauben, mit dem können wir dann alle anderen Innovationen auch bringen, weil das nämlich das ist, mit dem man gestalten kann. Und um was geht es bei dem verbindlichen Volksentscheid? Wir wollen das als erstes in Österreich natürlich umsetzen und dann auch in Europa. Und das heißt, am Schluss technisch fordern wir den Nationalrat auf, so einen Gesetzesentwurf zu machen für den verbindlichen Volksentscheid und den dann auch zur Abstimmung zu bringen. Und warum? Habe ich auch davor schon gesagt. Wir wollen nicht nur bei Wahlen einmal alle 5 Jahre unsere Stimme abgeben an irgendjemanden und die Partei läuft dann quasi 5 Jahre lang amok mit unserer Stimme, sondern was wir wollen ist, dass wir bei wichtigen Dingen, die uns wichtig sind, mitentscheiden können und dann vielleicht auch einmal sagen können, okay, da entscheide ich so und da entscheide ich so. Weil jeder, der heute wählen geht, weiß, ich wähle eine Partei, die trifft so ein paar Dinge, die mir wichtig sind, aber nicht alle. Und für andere hätte ich andere Ideen und andere Vorstellungen, da muss man immer entscheiden. Und so kann ich bei den Dingen, die mir wichtig sind, das entscheiden, was ich in dem Moment für richtig erachte. Und damit ergänzen wir eben das politische System. Und das hat dann 2 Effekte. Auf der einen Seite können wir dort, wo Politiker die Probleme gar nicht sehen, können wir die an die Oberfläche bringen und dann schon Lösungen vorschlagen. Und dann gibt es andere Sachen, wo die Politiker durchaus wissen, dass man was machen muss, aber es irgendwie nicht schaffen, die Lösungen umzusetzen. Also zum Beispiel im Bildungssystem gibt es schon 1000 Konzepte in allen Schubladen drinnen und jedes dieser Konzepte oder fast jedes wäre besser als der Status quo. Aber weil die sich nicht einigen können, kriegen sie nichts weiter. Und mit einem verbindlichen Volksentscheid können wir sagen, so, wir nehmen Konzept A oder Konzept X oder was auch immer, sagen, das wollen wir jetzt einen Volksentscheid und dann gibt es einen Volksentscheid und wenn der entschieden ist, dann wird das umgesetzt. Das ist eine Riesenchance für uns, da den Stillstand zu überwinden. Und das heißt, was wir jetzt da formuliert haben, ist unser politisches Anliegen. Das heißt, wir wollen eine Öffnungsklausel in der Verfassung, damit die direktdemokratischen Elemente erlaubt sind. Es gibt nämlich einen Verfassungsgerichtshofsentscheid, weil Vorarlberg hat schon einmal ein Instrument gehabt und wollten das dann nutzen. Und dann ist es vom Verfassungsgerichtshof gegangen und die haben gesagt, geht nicht, das darf man nicht. Volksgesetzgebung wird von Österreich nicht von der Verfassung unterstützt. Das heißt, um eine Öffnungsklausel zu machen, braucht man dann eine Verfassungsänderung. Und das heißt, man braucht in der Verfassung diese Öffnungsklausel, dass das überhaupt zulässig ist. Und wir wollen, dass das dann dieses Instrument möglich ist auf allen politischen Ebenen. Das heißt, von der Gemeinde über die Länder, über den Bund, auch bis hin zu den internationalen Verträgen, die wir haben. Dass man also auch internationale Verträge und Volksentscheid darüber machen kann. Und auch für alle Rechtsnormen, das heißt, es gibt Verfassung natürlich, Gesetze, Verordnungen, Erlassungen und auch für alle Bereiche. Das heißt auch fürs Privatrecht, öffentliches Recht. Zum Beispiel viele sagen, ja, wir erlauben Volksentscheide, aber nicht bei den Finanzen. Ja, das ist uns zu heikel. Aber das ist so ein wichtiges Ding, dass man sagen kann, wir erlauben der Regierung nicht, die Steuern zu erhöhen. Und das ist nicht immer, und die Regierung hat natürlich Angst davor, weil sie dann das Gefühl haben, okay, dann kommen die Leute her und sagen, wir wollen gar nichts mehr zahlen. Aber zum Beispiel in der Schweiz hat es eine Abstimmung gegeben, da war die Frage, wollen wir die Mehrwertsteuer erhöhen, um die Pensionskasse zu finanzieren. Und da haben die Schweizer ja gesagt. Die haben zugesagt. Also das heißt, dass, wenn die Anliegen vernünftig sind, dann stimmen die Leute auch dafür ab. Aber es geht halt einfach nicht so, dass ich sage, okay, wir sind einfach ein ineffizienter Apparat, wir brauchen mehr Geld, deswegen erhöhen wir die Steuern. Das hört dann plötzlich auf. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass wir alle Sachen, also bis hin auch zu den Finanzen, einem Volksentscheid unterwerfen. Und das ist auch in wichtigen Gemeinden, dass zum Beispiel, wenn eine Gemeinde sagt, ich will ein neues Hallenbad bauen, dass die Bevölkerung sagen kann, wollen wir oder wollen wir nicht. Ja. Und natürlich muss man immer aufpassen, was darf denn überhaupt alles entschieden werden. Das ist ja immer die Frage, eine der ersten Fragen, Todesstrafe. Ja, so. Und was wir sagen, es darf grundsätzlich alles zugelassen sein, außer es widerspricht zwingendem Völkerrecht. Also da geht es um solche Dinge wie Gewalt, Völkermord, Rassendiskriminierung und so weiter. Und aus unserem Verständnis fällt da auch die Todesstrafe drunter. Das heißt, über solche Sachen kannst du nicht abstimmen. Aber wir müssen aufpassen, es gibt viele, die sagen zum Beispiel, auch alles, was den Menschenrechten ist, also was in der EMRK drinnen steht, darf nicht abgestimmt werden.
Jetzt ist es aber so, und das bestätigt jeder Jurist, dass die EMRK immer größer wird und immer mehr Sachen darunter fallen. Zum Beispiel widerspricht das Verbot vom Minarettbau, ich habe das davor gebracht als ein Beispiel, natürlich der EMRK, ja, weil das ist eine Diskriminierung einer Religion. Und das ist nicht richtig. Und da stimmen wir auch dafür. Das sollte nicht, man sollte nicht diskriminieren gegen Religion. Aber wenn wir sagen, alles, was in der EMRK drinnen steht, darf nicht abgestimmt werden, dann kann das schon massiv als Totschlagargument verwendet werden. Das heißt, wir sagen, das, was zwingendes Völkerrecht ist, also was wirklich, wo es um Leib und Leben und Gewalt und Tod und so weiter geht, das darf man nicht abstimmen. Aber alle anderen Sachen, da müssen wir einen Dialog erlauben. Wenn es Themen gibt, dann kommen die dadurch an die Oberfläche und dann kann man sie dann auch lösen. Und sonst unterdrückt man alle Sachen mit solchen Instrumenten. Das heißt, wir fordern das einmal relativ breit. Dann gibt es ein paar technische Voraussetzungen. Es muss Einheit der Materie sein. Ich darf nicht sagen, ich will bei der Olympiade antreten und wenn das passiert, bekommt jeder Steuerreduktionen. Also im Prinzip so Kuhhandel, der in der Politik total üblich ist, soll es eben nicht geben. Wir entscheiden immer über eine Sache. Das heißt, wenn du Steuerentlastungen willst, ist das die eine Entscheidung, die Olympiade ist die andere Entscheidung. Du darfst es nicht zusammenführen. Es muss klar sein in der Sache, also es darf nicht irreführend sein, das ist zum Beispiel komisch formuliert, dass man irgendwie sich nicht auskennt. Es darf auch nicht werbend sein. Ja, es gibt so manchmal in bestimmten Ländern, als das Instrument eingeführt worden ist, haben da dann zum Beispiel keine Ahnung, was, ich weiß nicht, welche Firma das war, aber stellen wir uns vor, Coca-Cola gesagt, wir machen jetzt einen Volksentscheid zu Coca-Cola. Ja, einfach als Werbeinstrument, ja, das darf natürlich auch nicht sein. Ja, und auch nicht verwechselbar, dass man es irgendwie mit etwas anderem verwechselt. Und dann auch Einheit der Form. Das ist auch eine technische Anforderung, entweder als politisches Anliegen, wie wir es jetzt sehen, oder vollkommen ausformuliert als Gesetzestext. Aber nichts dazwischen, also nicht so ein Mix. Und das ist das Einzige, wo wir sagen, das ist zwingend notwendig. Und da kann man, wenn das dem nicht entspricht, kann man sagen, das ist nicht zugelassen. Aber sonst möchten wir es möglichst offen lassen, weil es ein Diskussionsprozess ist, über den dann Lösungen entstehen. Und von der Organisation her sagen wir, verbindlich wird es dann, wenn 3% der Wahlberechtigten sagen, wir unterstützen dieses Anliegen, wir möchten darüber einen Volksentscheid. Das heißt, kommen wir dann noch drauf, in Österreich wären es 190.000 Unterschriften, bei einer Stadt, die 100.000 Einwohner hat, sind es 3.000 Leute. Die müssen das unterschreiben und wenn die das unterschreiben, dann startet dieser Prozess. Und dann, was dann passiert, ist dann die gesetzgebende Einheit, die dafür zuständig ist, hat da mehrere Möglichkeiten. Sie kann einmal auf jeden Fall einen Gegenvorschlag einlegen. Das heißt, da kommt der Vorschlag, der ist häufig recht extrem. Zum Beispiel irgendwie, wir wollen die Energiewende, ab 2025 dürfen keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr durch Österreich fahren. So, das ist jetzt ein Vorschlag. Da sagt zum Beispiel die Regierung, das finden wir ein bisschen krass. Wir würden dann vernünftigeren Vorschlag als Gegenvorschlag ausarbeiten. Dann arbeiten die den aus und dann kämen die beiden Vorschläge in die Entscheidung. Das heißt, die Regierung hat immer die Möglichkeit, einen Gegenvorschlag zu bringen. Aber was das Gute ist, sie kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt nichts, passiert da nichts. Weil dann könnte es passieren, dass dieser Vorschlag angenommen wird. Und was in der Realität dann auch manchmal passiert ist, dass die Regierung dann sagt, ah, da gibt es ein Thema, jetzt nehmen wir wichtige Elemente, die wir gut finden und setzen die um und nehmen damit diese Initiative Wind aus den Segeln. Das heißt, dann können wir sagen, ja, wir haben es ja schon gemacht, braucht es eigentlich gar nicht mehr dafür abstimmen. Manche finden das unfair, weil das ja nicht nach den Instrumenten ist, aber damit hat man genau das erreicht, was wir wollten. Die Initianten wollten, dass sich was verändert. Und die Regierung macht dann sogar schon was, ohne dass sie noch einen Volksentscheid machen muss. Also das ist eine gute Sache, dass sowas passiert. Ja? Und dann gibt es natürlich auch andere Sachen, wo die Regierung sagt, ich finde das einen vollkommen schlechten Vorschlag. Wir brauchen gar keinen Gegenvorschlag machen, wir sind einfach dagegen, dass es passiert. Und gehen dann auch in die Abstimmung rein und sagen, wir sind gegen den Vorschlag. Aber die Regierung hat also ein Jahr Zeit, oder die gesetzgebende Einheit, wer auch immer das ist, hat ein Jahr Zeit, sich zu überlegen, setzt mal was davon um, machen wir einen Gegenvorschlag oder machen wir gar nichts. Und dann, wenn das fix ist, geht es dann in die Abstimmung. Dann gibt es ein Jahr lang Meinungsbildung. Das heißt, dann ist klar, welche Vorschläge da liegen. Und dann, was typischerweise passiert ist, dann gibt es Diskussionen, dann gibt es so Diskussionen im Fernsehen, wo dann dafür und dagegen ihre Argumente austauschen.
Dann gibt es Zeitungen, die der Meinung sind, ich mache Empfehlung für das oder ich mache Empfehlung für jenes. Es gibt einzelne Persönlichkeiten, die in die Öffentlichkeit treten und sagen, ich bin für das oder ich bin für jenes. Und so geht es dann in die Meinungsbildung, dass man sich eine Meinung bilden kann, für was ich eigentlich bin und was ich gerne machen würde. Und das ist auch eine wichtige Sache, dass wir dann auch mithelfen, so Infrastruktur aufzubauen, dass man sich gut Meinung bilden kann. Und das wird in Zukunft, wird es dann solche, auf der einen Seite klare Empfehlungen geben, jede Partei wird typischerweise Empfehlungen geben, auch viele Interessensverbände, Gewerkschaften, Greenpeace und so weiter werden auch Empfehlungen geben. Aber es wird hoffentlich auch einzelne Personen geben, die sagen, ich kenne mich da aus und das ist meine Meinung, ja, dass man so auch Personen dann folgen kann. Und dann, da kommen wir dann noch, und dann gibt es eben einen Entscheid und der ist dann Ja, Nein pro Vorschlag. Und dann, wenn es zwei Vorschläge gegeben hat, gibt es auch die Stichfrage. Also nehmen wir mal nochmal das Beispiel mit dem keine Autos mit Verbrennungsmotor 2025. Die Regierung sagt, es dürfen nur noch so und so viel Prozent sein bis 2030. Dann hat man die zwei Vorschläge. Jetzt kann ich, wenn ich sage, ich will das unbedingt, stimme ich für den einen Vorschlag, ja, und ich stimme für den anderen Vorschlag. Und ich kann sagen, wenn beide angenommen werden, dann ist das mein Präferierter. Damit kann man sozusagen, ich muss nicht den einen gegen den anderen abwägen, sondern ich kann sagen, ich bin eigentlich 2025 keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor, aber wenn das nicht kommt, ist das andere zumindest besser als heute. Ich kann also für beide Ja sagen. Und was für uns wichtig ist, ist, dass die Quellen der Finanzierung offengelegt werden, dass man so sieht, woher kommt das Geld, wenn man da Werbung macht, dass die Initiatoren und Finanzunterstützer in Österreich ansässig sind, dass das nicht irgendwie ausländische Kräfte dann plötzlich Einfluss nehmen können und dass man auch die Umsetzung einklagen kann. Also dass nicht die Regierung dann sagt, okay, wir setzen jetzt den Entscheid einfach nicht um, sondern dass man sagen kann, nein, da kann ich uns sogar vor Gericht gehen. Und vom zeitlichen Ablauf schaut es so aus, Unterschriften sammeln, man hat ein Jahr lang Zeit, um auf die erforderlichen Unterschriften zu kommen. Dann gibt es ein Jahr lang die Beratung. Und währenddessen kann auch, jetzt wenn dann die Regierung der Meinung ist, das widerspricht zum Beispiel zwingendem Völkerrecht, ist das dann die Zeit, wo die hingehen würden und sagen würden, ich klage das ein, also ich bitte ein Gericht für ein Urteil, ob das dem widerspricht oder nicht. Das heißt, dort ist dann die zwingende Normenkontrolle, wenn jemand sagt, das entspricht nicht diesen Normen. Dann kann auch, und das ist wichtig, da war die Frage ja, wenn ich jetzt eine Vorlage einbringe, dann kommen ja dann in dieser Zeit viele Diskussionen und manchmal haben solche Vorlagen einzelne technische Unschönheiten oder Sachen, die noch nicht ganz funktionieren. Zum Beispiel in unserer Vorlage hat es ganz am Anfang haben wir gestanden, wir fordern das Parlament auf. Und dann habe ich plötzlich das Feedback bekommen, das ist nicht das Parlament, sondern es ist der Nationalrat. Das ist einfach technisch. Wenn jetzt also im Prinzip so eine Initiative irgendwie auch technische Fehler hat, ist die Frage, wo kann ich denn die verbessern? Und dann gibt es einmal die Möglichkeit, nachdem im Prinzip diese ganzen Beratungen abgelaufen sind, noch Verbesserungen an meinem Vorschlag, Entscheidungsvorschlag zu geben. Damit man da alles, was ich an Feedback einbekommen habe, von Input, von vielen Leuten, die da mitgearbeitet haben, kann ich dann noch einmal überarbeiten. Und das ist dann auch wichtig, dass man also das möglichst gute Entscheidungen trifft. Und wir sagen, ich mache es dann, weil es dann schon klar ist, es gibt eine Abstimmung und dann gibt es auch schon genügend Öffentlichkeit. Das heißt, wenn dann einer plötzlich seinen Vorschlag total verändert, wird das klar sein und die Medien werden das berichten können, werden sagen können, da, das ist jetzt gar nicht mehr das, was die am Anfang unterschrieben haben. Und dann kann sich jeder überlegen, unterschreibe ich dann trotzdem noch für diesen oder entscheide ich mich dafür oder dagegen. Also es gibt einen Ort, wo ich das machen kann. Und dann gibt es eben die Meinungsbildung für 12 Monate und dann gibt es also die Volksabstimmung, die dann quasi spätestens 2 Jahre nach Einreichen des Volksentscheides stattfindet. Und dann fordern wir auch, dass es eine verbindliche Umsetzung innerhalb von einem Jahr gibt, dass das innerhalb von einem Jahr Realität wird. Und was brauchen wir an öffentlicher Unterstützung? Wir wollen auf der einen Seite eine Ombudsstelle, so wie was wir Beratungsstelle. Die muss aber weisungsfrei sein. Das heißt, die ist nicht der Regierung verpflichtet oder dem Parlament verpflichtet, sondern es ist einfach eine unabhängige Instanz, die Hilfestellung gibt. Und die hilft mir, mein Anliegen zu formulieren und auch zu prüfen, ob das in Ordnung ist und so weiter. Und wir sagen, die kann nicht sagen, du darfst keine Unterschriften dafür sammeln, sondern die geben nur Beratung. Und die können sagen, okay, ich finde das gut, ich würde das noch ändern, so und so, das ist meine Einschätzung.
Und wir sagen, wenn ich 1000 Unterschriften habe, dann kann ich diese kostenlos in Anspruch nehmen. Was wir damit verhindern wollen, ist, dass dann irgendwie Hinz und Kunz mit ihren Vorschlägen das abklären lassen, sondern dass man sagt, okay, wenn es genügend Leute gibt, dann tritt die in Aktion. Und die hat auch noch eine zweite Aufgabe. Die berät die Politik und die Verwaltung, wie sie mit so einem Instrument umgehen, weil das natürlich auch noch ungeübt ist. Das ist so ein Kompetenzzentrum für dieses Instrument. Dann braucht man Plattformen für die Meinungsbildung, wo man sich informieren kann, was sind die Argumente dafür, dagegen, dass man wirklich eine gute Entscheidung treffen kann. Und dann natürlich modern erwarten wir, dass es mehrere Kanäle gibt, wie ich unterstützen kann, also wenn Unterschriften gesammelt werden und auch abstimmen. Auf der einen Seite ganz klar an der Urne, das muss immer gehen, also ich muss immer im Gemeindeamt unterschreiben können und auch an der Urne abstimmen können. Wir sagen aber, es muss heute möglich sein, dass ich das auch auf der Straße machen kann und dass ich das auch am Computer machen kann und auch auf meinem Handy machen kann. Das heißt, dass auch online und mobil solche Instrumente, dass ich sagen kann, ich finde es gut, ich unterstütze es. Oder auch, ich finde es gut, ich stimme jetzt dafür ab. Und ganz ein wichtiger Punkt ist, dass wir sagen, wir wollen eine stufenweise Einführung. Weil wenn man jetzt gerade anfängt und sagt, okay, jetzt gibt es einen Volksentscheid, dann kann es passieren, dass als erstes die Abstimmung kommt, okay, wir wollen einen Öxit. Und das ist nicht gut, ja, wenn man gerade mit den wirklich ganz wichtigen Dingen schon mal reingeht, ohne davor das Instrument geübt zu haben. Das heißt, wir sagen, im ersten Jahr gibt es auf Gemeinde- und auf Landesebene die Möglichkeit, mit dem Instrument zu fahren. Und dann gibt es dann halt solche Abstimmungen wie, ich möchte freien Seezugang haben und dass nicht der ganze See zugebaut wird. Oder dass Naturschutzgebiete nicht erschlossen werden oder solche Dinge. Also das, oder dass im Prinzip bestimmte Lösungen dann reinkommen. Aber das sind dann auf Gemeinde- und Landesebene. Und dann im zweiten Jahr kann man dann auf Bundesebene, aber noch ohne Völkerrecht, also ohne internationale Verträge, da geht es dann ums Budget, da geht es dann um viele Sachen, die Österreich betreffen. Und dann ab dem dritten Jahr alles, also auch inklusive internationaler Verträge, auch EU-Recht, auch EMRK. Und das machen wir, dass wir mit der Zeit Erfahrungen sammeln, wie das funktioniert und dass eben genau die Leute verstehen und wir alle verstehen, wir müssen zur Abstimmung gehen, wenn uns das wichtig ist. Ja. Gut, das jetzt so zum Instrument. Dann gibt es ja immer bestimmte Fragen dazu, wer sind wir? Eben, wir sind normale Leute, aber wir sind keine Politiker, wir sind keine Parteisoldaten, sondern wir sind normale Bürger, die sagen, wir wollen das verändern. Und dann ist immer die Frage, ja, aber wer steht denn dahinter? Wer sind denn jetzt die berühmten Leute, die Einflussreichen und die Mächtigen, die jetzt dahinter stehen? Weil sonst ist das ja nicht glaubwürdig. Aber wenn wir sagen, wir wollen als Österreicher unser Land in die Hand nehmen, dann müssen wir das machen und dann müssen wir auch die Kraft haben, das als Bürger zu machen und nicht immer warten, bis irgendwelche berühmten Leute oder reichen Leute uns Glaubwürdigkeit geben. Das heißt, wir sind die Glaubwürdigkeit. Natürlich haben wir aber auch zahlreiche Leute, die das gut finden, die das unterstützen, die dahinter sind und zwar auch dort aus dem gesamten politischen Spektrum, eben Verfassungsexperten, auch politische Berater, Kommunikationsleute, aber immer aus allen politischen Parteien. Das ist uns ganz wichtig. Also da gibt es Rote, da gibt es Schwarze, da gibt es Grüne, da gibt es Pinke und da gibt es auch Blaue. Also im Prinzip die ganze Palette ist für uns wichtig. Wir schließen niemanden aus, aber wir sind auch bei niemandem nahe dran. Und dann ist eben die Frage, warum gelingt uns das? Weil es hat ja schon viele Versuche gegeben. Wir glauben, auf der einen Seite haben wir einen guten Aufschlag, viele Experten, die da mitgearbeitet haben. Und wir sind auch jetzt inhaltlich und finanziell ganz gut ausgestattet jetzt für die erste Phase. Und deswegen glauben auch, dass wir da eine gute Chance haben, dass wir da was umsetzen können. Und dann die häufigsten Fragen, die da kommen, auch schon einmal beantwortet. Warum denn schon wieder? Ja, es gibt ja das. Es gibt jetzt gerade auch wieder mehr Demokratie in Österreich, die das schon seit langem fordern. Es gibt jetzt das Wir entscheiden und die Weißen, die sowas fordern. Die FPÖ fordert das schon lange. Warum kommt es denn jetzt auch damit? Und zwei Sachen. Also das eine ist eben, irgendwann ist die Zeit reif. Wie gesagt, wenn wir alle Sachen haben, wie damals zu der Zeit des Fliegens. Also wir wissen, wie Aerodynamik funktioniert, wir wissen, wie Baumaterialien sind. Es ist alles da, nur es hat noch niemand geschafft. Da gibt es ganz viele Leute, die das probieren. Und dann gibt es plötzlich, und die meisten können gar nicht abheben, die bauen ihr Flugzeug und es hebt nicht ab. Bei manchen hebt es ab und gibt gerade Bruchlandung. Und dann irgendwann fliegt eins durch. Aber es braucht alle Lernerfahrungen von den anderen, um überhaupt
dann das zum Fliegen zu bringen. Und wir sagen, wir sind eine davon und wir glauben, wir kriegen unser Flugzeug zum Fliegen. Und deswegen sind wir da. Und deswegen ist auch richtig. Und das heißt, alle die anderen, die gescheitert sind, sind kein Grund, warum wir auch scheitern sollten. Weil alle Flieger, die Bruchlandung gemacht haben, waren nicht ein Hinderungsgrund, dass der Flieger dann irgendwann geflogen ist, sondern die waren ein Lerneffekt dafür. Und wir haben jetzt von vielen gelernt, die das davor schon probiert haben. Und deswegen glauben wir, dass wir das hinbekommen. Warum machen wir das so breit? Also, dass wir sagen, alle Sachen, Finanzen, auch internationale Verträge, also so breites Instrument und nicht einfach, fangt es doch einmal klein an mit vorsichtigen Dingen. Wir sagen, in Österreich steht es auch in der Verfassung, das Recht geht vom Volk aus, das Gleiche gibt es bei der EU und wir wollen, dass es wirklich der Fall ist, weil nur dann, wenn wir auch die heißen Kartoffeln angreifen können mit dem, macht es überhaupt Sinn. Wenn das dann nur ein Instrument ist, wo du noch sagen kannst, machen wir rechts rum und links rum, was auch immer, dann hat das keinen Wert. Also wir müssen es auch schaffen, dass wir wirklich die heißen Dinge angreifen können. Andere Frage ist auch immer, Populisten, dann nutzen das Instrument ja die Populisten und dann treiben die und dann manipulieren die Leute. Und wir glauben, diese Populisten haben eigentlich nur dann so großen Zulauf, wenn es Probleme gibt, die nicht gelöst werden. Und jetzt kann man entweder sagen, wir warten, bis die Populisten in der Regierung sind, oder wir sagen, das ist ein Instrument, mit dem auch die Populisten nutzen können. Aber dann beginnt man plötzlich ein Diskurs. Dann sagen wir, okay, die fordern alle Ausländer raus. Dann können wir sagen, wir glauben, das macht keinen Sinn, wir würden sowas vorschlagen. Und dann gibt es plötzlich einen Wettbewerb der Ideen und wir sind überzeugt, wenn das sinnvolle Vorschläge sind, wird auch die Mehrheit der Österreicher den sinnvollen Vorschlägen folgen und nicht den populistischen. Und dann sind dann auch plötzlich diese Diskussionen vom Tisch, weil man sagen kann, die Mehrheit der Österreicher hat gesagt, wir wollen so. Ja? Können Kampagnen nicht gekauft werden? Ja, dann gibt es irgendwie einen Reichen, der dann ganz viel Geld reinschmeißt und dann werden die Kampagnen plötzlich gekauft. Auf der einen Seite haben wir die Transparenz. Und wenn die Österreicherinnen und Österreicher sehen, da gibt es irgendwie eine Firma, die ganz viel Geld reinsteckt oder irgendwelche Interessensverbände, da wird man schon einmal vorsichtig. Ja? Und wenn wir es transparent machen, sieht man es dann auch. Und das Zweite ist auch immer die Frage im Vergleich zum bestehenden System. Und es ist ja nicht so, dass heute Gesetzgebungen nicht gekauft werden. Da gibt es Lobbying-Organisationen, die dann Politiker bearbeiten, dass irgendwelche Gesetze kommen. Und das passiert vollkommen im stillen Kämmerchen und niemand kriegt das mit. Deswegen ist es besser, wir haben das transparent und wir sehen, wer zahlt für was und wir können die Entscheidung treffen, was das irgendwelche Leute im stillen Kämmerchen machen. Also immer auch die Frage, der Vergleich von unserem Vorschlag zur reellen Politik und nicht zu dem, wie Politik eigentlich funktionieren sollte. Ja, dann ist es eigentlich relativ klar. Eben die Frage, können Volksentscheide verbessert werden? Das habe ich gesagt, ja, wir bieten die Möglichkeit, dann an einem Punkt die Verbesserungen und alle Vorschläge, die in der ganzen Zeit erarbeitet worden sind, einzubringen. Weitere Frage, die häufig ist, ist 3% die richtige Grenze? Manche sagen, es muss viel höher sein, manche sagen, es muss viel tiefer sein. Wir glauben, mit 3% sind wir gut unterwegs. Wir hätten in Österreich weit 190.000 Unterschriften, in Wien müssen es 40.000 sein, in Graz zum Beispiel 7.000. Auf der EU-Ebene wären es 12 Millionen. Also es ist relativ schon eine anständige Zahl, die man erreichen muss, aber wenn das ein wichtiges Thema ist, dann ist es auch okay, dass man sich so nach der Decke streckt. Aber es ist jetzt auch nicht so hoch, dass man gerade die Abstimmung machen muss. Und wenn jetzt 3% zusagen, ist ja immer noch nicht, dass das dann Gesetz wird, sondern dann gibt es eine Abstimmung. Und dann ist die Frage, was die Mehrheit der Österreicher sagt. Das heißt, die 3% entscheiden nur, gibt es eine Abstimmung oder keine. Da muss man nicht Angst haben, wenn 3% der Leute plötzlich sagen, wir wollen, keine Ahnung was, ein Austritt aus der EU, dass dann schon der Austritt der EU passiert ist. Sondern dann gibt es einmal Abstimmung darüber und dann diskutiert man. Und dann ist es auch wichtig, dass man sich darüber unterhält, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und ich bin überzeugt, wenn man das gut macht und wenn das Instrument geübt ist, ist auch überhaupt keine Frage, wenn die meisten Österreicher sagen, also die Mehrheit der Österreicher sagen, wir wollen in der EU bleiben. Aber vielleicht auch zu sagen, wir wollen die und die Veränderungen, damit es besser wird. Also das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dauert das Ganze nicht viel zu lange, das ist ja schon ewig, oder? Ein Jahr Unterschriften sammeln, ein Jahr Beratschlagung, ein Jahr Meinungsbildung und dann noch ein Jahr bis zur Umsetzung. Dauert relativ lang. Aber es ist auch bewusst ein Instrument der Entschleunigung. Nicht, dass da heute was passiert,
ein Dobermann beißt ein Kind und am nächsten Tag hast du ein Gesetz gegen Dobermänner. Sondern dass man im Prinzip sagt, okay, das ist ein Prozess, da gibt es auch eine Meinungsbildung, das ist dann nicht eine emotionale Sache, sondern gibt es eine Meinungsbildung, zu der man sich dann stellen kann. Und für die wichtigen Dinge ist es auch okay, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit da schon ins Land gegangen ist, in denen nichts passiert ist, wir müssen halt einfach irgendwann ins Tun kommen. Soll damit die repräsentative Demokratie abgeschafft werden? Ganz klar nein. Das ist ein Element dazu. Es wird weiterhin Politiker brauchen, die die Geschäfte führen, die die Gesetze machen. Wir haben einfach ein Zusatzinstrument für Kontrolle und um Dinge nach vorne zu bringen, wenn sie nicht passieren. Weiß jeder, wie er abstimmen soll? Also sind die Leute überhaupt fähig? Und da sage ich immer, nein. Auch wenn es zum Beispiel einen Gentechnik-Vorschlag geben würde, ich wüsste jetzt nicht, ich bin kein Gentechnik-Experte. Aber was ich dann machen kann, ist, ich höre mir dann die Meinungen an von den Leuten, die sich da draufstellen und sagen, die kennen sich aus. Und dann gibt es Leute, die sagen, aus den und den Gründen für das und die anderen für das. Und dann höre ich mir das an und entscheide. Aufgrund der Basis. Das ist sozusagen eine, ich gebe dann meine Stimme nicht einer Partei für alles, sondern ich höre mir das an und gebe dann meine Stimme den Leuten, denen ich vertraue in diesem Thema. Und natürlich gibt es auch Leute, die sagen, es interessiert mich gar nicht. Dann stimmen sie halt auch nicht ab. Aber dann dürfen sie sich auch nicht darüber aufregen, was das Ergebnis ist. Und dann gibt es auch andere, die sagen, das ist so ein wichtiges Thema, ich denke mich ein, ich lese mich ein, ich mache mich schlau und folge nicht nur einzelnen Experten. Die werden dann vielleicht sogar selbst zu Experten, die dann sagen, ich empfehle das aus dem und dem Grund. Ja, und das heißt, wir können das auf Themen machen und wir müssen nicht einmal alle 5 Jahre entscheiden. Und letzter Punkt, das ist dann mehr für die Experten, das interessiert wahrscheinlich niemanden in der Bevölkerung, aber es ist ein Riesenthema, mit dem wir zu tun haben werden in der Umsetzung vom Instrument. Was geschieht, wenn wir einen Widerspruch zum Völkerrecht haben? Also zum Beispiel, ich habe da ein Beispiel aufgezeigt, weil es tatsächlich in der Realität war. Was wäre, wenn jetzt ein paar Österreicher sagen würden, wir wollen den Studienzugang von Medizinstudenten an österreichische Universitäten beschränken? Das hat es mal gegeben, weil Österreich ist total überlaufen worden von deutschen Studenten, weil die bei sich einen Numerus Clausus haben, dürfen dort nicht studieren, aber in Österreich darf ich studieren Medizin, da sind die alle kommen und haben den Österreichern die Studienplätze weggenommen. Und jetzt sagen wir mal, irgendwelche Leute sagen, ich mache jetzt eine Initiative und sage, wir wollen nicht, dass die deutschen Medizinstudenten bei uns studieren dürfen, also nur beschränkte Masse. Dann würde jetzt die EU sagen, gibt's nicht, darf man nicht. Widerspricht EU-Recht. Alle EU-Bürger müssen gleichberechtigt sein. Zack, ist die Initiative vom Tisch. Das Problem ist nicht gelöst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen, es muss möglich sein. Und jetzt gibt es plötzlich Abstimmung. Da kommt einer hin und sagt, okay, ich will den Studienplatz beschränken. Da kann jetzt sich die Regierung überlegen, machen wir einen Gegenvorschlag, der schlauer ist, oder machen wir nichts. Aber wenn er nichts ist, wird der vielleicht angenommen. Und da gibt es diese Abstimmung, da gibt es Diskussionen, dann werden eben Probleme diskutiert, es werden Lösungen vorgeschlagen. Und dann gibt es irgendwann die Abstimmung. Und wenn es jetzt sein würde, dass die Mehrheit der Bevölkerung sagt, wir wollen eine Studienplatzbeschränkung für Medizinstudenten, dann ist es so. Dann muss die österreichische Regierung das umsetzen. Das ist unser Vorschlag. Muss es umsetzen. Aber dann kann natürlich jeder dagegen klagen. Dann könnte ein deutscher Medizinstudent sagen, ich klage dagegen, weil ich finde, das widerspricht EU-Recht. Genauso wird wahrscheinlich auch die EU-Kommission sagen, das widerspricht EU-Recht, also wir machen ein Vertragswiderspruchsverfahren oder so heißt es, Vertragsverletzungsverfahren, wo dann die EU sagen würde, okay, wir machen jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren. Aber was wir alle wissen ist, das dauert eine gewisse Zeit. Und während dieser Zeit gilt das, was das österreichische Volk entschieden hat. Und die österreichischen Gerichte, die das dann in ersten und zweiten Instanz zu entscheiden haben, die werden dann abwägen zwischen europäischem Recht und österreichischem Recht, was jetzt der Volkswille war. Und ich habe eigentlich am Anfang immer gedacht, das ist klar, weil die Normen ganz klar sind und Völkerrecht sticht immer nationales Recht. Aber zum Beispiel, wenn man nach Deutschland schaut, in Deutschland geht der Bundesverfassungsgerichtshof anders vor. Der weiß nämlich, dass Deutschland einen großen Einfluss hat auf die europäische Gesetzgebung. Das heißt, wenn die finden, es ist ein Gesetz, das nicht gut ist auf europäischer Ebene, dann geben die sogar auf deutscher Ebene dem Recht, weil sie sagen, da muss halt die Regierung in der EU
Einfluss nehmen, um das zu verändern. Also das heißt, die Gerichte hätten dann eine Möglichkeit, so zu entscheiden. Aber auch wenn sie entscheiden und sagen, wir sind jetzt fürs EU-Recht, das heißt, das gibt es nicht, müsste die Regierung das weiterziehen bis in die letzte Instanz. Und wenn in der letzten Instanz dann das heißt, du darfst keine Studienplatzbeschränkung machen, dann gilt das natürlich, dann muss das die österreichische Regierung umsetzen und dann hat das Gericht das österreichische Volk überstimmt. Ist auch okay. Und dann hat das österreichische Volk die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt für uns so wichtig, dass wir deswegen aus der EU austreten, wird nicht passieren, dann muss man das halt akzeptieren. Und dann ist es so. Aber was dann passiert, und das ist nämlich das, was tatsächlich in der Realität passiert ist, jetzt hat plötzlich das Volk das angenommen und sagt, Beschränkung. Und dann kommt plötzlich die österreichische Regierung ins Problem, muss das jetzt ihren europäischen Kontrahenten gegenüber erklären. Und was jetzt passiert ist, das war ja kein Volksentscheid, sondern das war etwas, was die Regierung gemacht hat, durch Druck der Straße. Und dann ist man plötzlich auf eine kreative Lösung gekommen und hat gesagt, okay, wir sagen, wir haben einen Ausnahmezustand bei den Medizinstudenten, weil wir einen Ärztemangel haben in Österreich. Und wenn man Ausnahmezustand deklariert, dann darf man solche Beschränkungen machen. Und das war jetzt die Lösung, die gefunden haben. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir sagen würden, es widerspricht EU-Recht, ich lasse die Initiative gar nicht zu, dann passiert nichts. Wenn ich sie aber zulasse, dann passieren plötzlich Problemlösungsmechanismen, die dann irgendwie dazu führen, dass das Problem tatsächlich gelöst wird. Deswegen machen wir es so breit und deswegen sagen wir, wir erlauben auch Volksentscheide, die dem EU-Recht widersprechen. Und irgendwann werden wir ja auch den europaweiten Volksentscheid haben, dann ist das eh kein Thema mehr. Ja. Also, das ist auch alles im Dokument beschrieben, aber das war jetzt immer so die Zusammenfassung, worum geht's und was sind die Gründe und was sind die häufigen Fragen und wie wir die beantworten können.